glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, dass wir stabile Beziehungen haben. Bitte? Kannst du das nochmal sagen? Ich glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, dass wir stabile Beziehungen haben. Habe ich einen anderen Film geguckt als ihr? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Keine Ahnung, was das war. Wir sind bei Temptation Island, bei der Verführungsinsel. Ist ja gar nicht auf der Insel, oder? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Folge 6 von Temptation Island. Es wird zunehmend wilder und ich auch, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich werde mit dem Format wilder. Aber ich sage euch eins, ich bin ein bisschen überrascht, dass mir das alles mehr Spaß macht, als ich erwartet habe. Aber es liegt auch an euch. Es liegt an euch, an den Kommentaren. Und ich freue mich auch tatsächlich, dass auch Johannes sehr viel Spaß beim Schneiden dieses Formats hat. Wenn ihr die ganze Folge gucken wollt, könnt ihr die wie immer unten in der Infobox finden. Seid ihr bereit für sehr dramatische Musik? 8000 Cuts kombiniert mit toxischer Männlichkeit, sehr vielen Zooms und verblendeten Männern. Dann seid ihr bei mir auf dem Kanal genau richtig. Und jetzt geht es los. Ich bin so krass enttäuscht, dass es jetzt auch nichts wieder gut machen könnte. Selbst wenn er jetzt sagt, er bereut es, dass er das macht. Er hat es trotzdem gemacht und zu viel getrunken. Und ich verstehe es nicht. Das ist doch Antwort genug, dass ich ihm, was das angeht, nicht vertrauen kann. Und alles andere will ich gar nicht mehr sehen. Ich hätte damit einfach nicht gerechnet. Und jetzt so einen Schlag in die Fresse zu kriegen, das war eine Abmachung, das war eine Grenze sozusagen. Also ich sag's euch, wie es ist, Leute, aber diese sehr, sehr ausgeprägte Reaktion, die sie gerade auf diesen Alkoholkonsum von ihm hat, ihm, der auch einen Namen hat, den ich gerade nicht weiß, ist aber auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, dass das eine Projektion ist ihrer Unsicherheit und sie gerade irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, irgendwie was entschuldigen oder einen Grund braucht, warum sie das doch alles mehr verunsichert, als sie denkt. Weil er ist ja trotz des Alkoholkonsums einer der wenigen Männer da drüben, und ich versuche das jetzt gerade nicht schön zu reden, die sich noch so halbwegs im Griff haben. Halbwegs. Und ich habe das Gefühl, dass sie mit diesem Alkoholkonsum einen Kontrollverlust verbindet, was ja auch richtig ist. Also ich kann das auch verstehen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, so besoffen zu sein, ist not a pretty look, ne? Ich versuche trotzdem gerade zu verstehen, warum sie so eine extrem ausgeprägte Reaktion darauf hat, während die anderen sie jetzt gerade trösten, obwohl gefühlt Mo irgendwie schon fremdgegangen ist. Hallo ihr Lieben, heute dürft ihr eure Kreativität beim Bodypainting freien Lauf lassen. Seht euch gegenseitig als Leinwand und erschafft ein echtes Kunstwerk mit Motiven eurer Wahl. Okay. Viel Spaß. Wollen wir uns erstmal ein paar Farben holen oder erst zwei machen? Würde mal sagen, erstmal nackig machen. Mal schauen, was wird. Temptation. Ich bin der Maurice, ich bin 26 Jahre alt. Ich weiß genau, welche Knöpfe und Hebel ich ziehen muss, um bei einer Frau gut anzukommen. Ich bin der Aljoscha, hallo. Warum ich ein Messer habe? Weil ich messerscharf bin und ich genau weiß, was ich machen muss, um Knöpfe und Brotscheiben zu schmieren und Frauen und so, ne? Wisst ihr doch. Mir ist das immer sehr unangenehm, muss ich euch sagen. Also sowohl das Nachahmen davon, als auch das tatsächliche Gucken. Ich finde das wirklich die Definition von Cringe, diese Szenen. Und ich frage mich, ob die Menschen, die das machen, das auch so empfinden. Weil ich hatte ja auch so eine Szene bei Queer Eye Germany, ne? Bei denen ich vorher den Leuten gesagt habe, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie gut ihr das schneiden könnt, aber am Ende des Tages rieche ich in dieser Szene an einem Basilikumstiel. Wie wollt ihr das schneiden, dass das nicht unangenehm aussieht, wenn ich da geschminkt an einem Basilikumpflanze rieche? Ja, und sie waren so, nee, Aljoscha, das wird cool aussehen, trust me. Sah es cool aus? Nee, war super unangenehm. Danke dafür. Und was mich ein bisschen daran stört, ist so dieses Universalknopf für eine Frau. Ich weiß, was eine Frau möchte und welche Knöpfe ich tätigen möchte. Als ob eine Frau ein Automat wäre, bei der man Knöpfe betätigt und dann hat man die rum. Also ich kann euch mal sagen, allgemein gesprochen, gibt es keine Universalregeln für alle Menschen. Aber was vielleicht gut funktionieren würde, wäre, auf Augenhöhe Menschen entgegenzutreten, nicht sexistisch gegenüber Frauen zu sein, zuzuhören, empathisch zu sein und das auch ernst zu meinen, nicht einfach nur unten denken. Ich spüre auf jeden Fall schon wieder eine Connection. Ja, echt, ich weiß. Also, Fläche ist da. Gut, mit was beginne ich jetzt? Ich würde einen Brokkoli malen auf den Rücken. Einen Brokkoli, und ich glaube, irgendwie würde ich das versuchen zu machen, dass der Bauchnabel am Ende ein spitzer Mund wäre. Wie so ein, ich habe gerade eine Idee gehabt, aber die ist nicht, weiß nicht, ob die gut bei euch ankommt. Aber ich sag's euch jetzt einfach trotzdem. Oh Gott, das ist
ist man doof, wenn man selber schon lacht. Weil am Ende ist es nicht lustig, aber ich finde es lustig. In meinem Kopf würde ich es cool finden, wenn sie einfach nicht runtergucken und nicht wissen, was passiert. Und dann wäre der Bauchnabel das Arschloch von Henry, zum Beispiel. Und der Schwanz wäre oben, wisst ihr? Also immer, wenn ich Henry von hinten sehe, wie er sich freut und irgendwie... Ich sehe ja trotzdem sein Arschloch. Ich kann da ja nicht weggucken. Es ist, wie es ist. Und ich finde es eine lustige Idee. Na, also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich jetzt auch ein bisschen malen dürfte. Ohne Witz, Alvin hat doch ein Buch gelesen oder ein Coaching von Karl S. oder so geguckt, wie man Frauen aufreißt. Immer so dieses cool finden, wenn wir auch nochmal malen dürfen. Nee, ich würde es cool finden, wenn das nicht von dir kommt, sondern, ach, ist doch egal. Sie machen es ja eh. Der Körper der Vivian fühlt sich natürlich sehr gut an. Sie hat eine schöne Haut. Typische Situation übrigens, wo man gemerkt hat, dass explizit die Frage gestellt wurde, wie hat sich Vivians Körper für dich angefühlt und er das dann neben ihr sagen musste, damit sie das dann später irgendwie ans Lagerfeuer da in die Situation schneiden können. Ich habe oben auf dem Rücken meinen Namen runtergeschrieben, damit die Single-Männer auf jeden Fall wissen, dass Marieke im Haus Nägel hat. Und so wird ein Schuh draus, weil ihm hätte ich jetzt zum Beispiel Henrys Arschloch und Bauchnabel gemacht, weil dann auch diese Analogie, dass er sich wie ein Hund benimmt, der die Frauen markiert und sagt, das ist meine. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool finde. Nackte Haut und Körperkontakt, da sind wir in der Männervilla ebenfalls richtig. Hallo liebe Männer, heute dürft ihr die Körper der Single-Frauen in Gips verewigen. Alle legen sich nebeneinander und wir machen von allen den Po so. Ja, ist doch mehr. Ja, ja. Wie Josh einfach in der Folge davor noch schön reflektiert hat und gesagt hat, ich muss nachdenken und in dieser Folge direkt am Anfang, ich weiß noch nicht, wie die Timeline tatsächlich ist, so da sitzt, kannst du nicht ausdenken. Die Ärsche waren stabil, alle eine 10, oder? Also, kann man machen. Ja. Super, ja. Perfekt zum Eingipsen. Die Ärsche waren stabil, alle eine 10, kannst du eingipsen. Ich sag's euch, wie es ist, an Temptation Island gehen uns tatsächlich, meiner Meinung nach, Dichter verloren. Kein Twerken beim Gipsen, das ist schlecht fürs Trocknen dann. Nicht shaken. Hallo. Eigentlich hättet ihr die Bikinis dazu ausziehen müssen, oder? Will! Direkt übertreiben. Boah, ich kann das gerade alles nicht einschätzen, ne, Leute? Aber ich sag euch jetzt einfach ganz kurz, warum mir das alles gerade ein bisschen Bauchschmerzen macht. Weil ich hoffe einfach sehr, dass das im Einverständnis gerade passiert. Weil man ist natürlich in der Situation, in der vielleicht die Frauen hier auch das Gefühl haben, sie müssen irgendwie was machen. Und ich weiß immer nicht, wie sehr man dann noch auf die eigenen Bedürfnisse hört und sich fragt, will ich das wirklich gerade, dass ich gefilmt werde, dass Leute das machen? Und auch wie nah die da teilweise im Intimbereich dran sind und so. Ich hoffe einfach. Und zack, wird es schon wieder dunkel. Klar, der beste Augenblick, die nächsten Korken knallen zu lassen. Dicke, fette Party. Ihr wisst ja, es kommen auch immer wieder neue Leute auf diesen Kanal und verirren sich hierhin und kennen das vielleicht noch nicht, was ich dann immer so sage. Ich habe noch nie ein Format erlebt. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr ein anderes Format auf RTL kennt, was noch schlimmer ist, an dem Alkohol so gefährlich verherrlicht wird. Auf einem Level, auf dem man sich gefühlt ein Leben ohne Alkohol und feiern und Spaß haben ohne Alkohol gar nicht mehr vorstellen kann. Und ich sage das immer wieder, weil ich selber 7 Jahre im Krankenhaus gearbeitet habe und so viele Menschen gesehen habe, die schwere Konsequenzen unter dem Konsum hatten, sei es, dass es irgendwelche Erkrankungen waren oder eben Unfälle. Und ich möchte und ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass dieses Verherrlichen von Alkohol super problematisch ist. Punkt. Ich habe dich jetzt beobachtet in letzter Zeit. Ja. Du bist so... Du hast einfach eine krasse Ausstrahlung. Ein liebevoller Mensch. Hey, du hast wirklich einfach eine krasse Ausstrahlung. Dein Lächeln ist noch mal anders. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du schaust auf alle anderen. Ja. Und erst zuletzt zu dir. Ja. Ich habe eine Frage an euch. Erstens, mein Gefühl, wenn die das sagen, ist, es fällt mir schwer, denen das zu glauben. Nicht, dass sie wirklich ein cooler Mensch ist, sondern... dass sie das ernst meinen. Es liegt an dem Format, es liegt daran, dass sie so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Ne? Also es löst einfach Gefühle in mir aus, die so Richtung gehen. Keine Ahnung, besser kann ich es gerade nicht erklären. Und das andere ist, das hörte sich wieder nach so einem Coaching-Ding an. Das hört sich an, als ob die irgendeinem alpha-männlichen Pyro-Johannes, sorry Johannes,
so einem Kanal folgen, der irgendwie so Tipps gibt, wie man die Frau auch umreißt. Aber gleichzeitig halt, ihr müsst bei den Frauen auch immer so, ihr müsst so an die Emotionen anknüpfen, wisst ihr, so richtig so, ihr müsst denen so sagen, dass sie voll toll sind und dass sie voll süß und schön sind und denen auch sagen, dass sie perfekt so sind, wie sie sind. Niemand von uns ist perfekt, Leute. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Es geht doch nicht darum zu sagen, ich bin der Geilste und ich bin perfekt. Es geht um Selbstmitgefühl, um Selbstakzeptanz. Ich persönlich glaube, das ist wichtiger, weil alles andere oft mit sehr viel Druck verbunden ist, etwas zu erreichen. Ich muss mich geil finden. Ich muss das an mir lieben. Nein, ihr müsst gar nichts. Es geht darum, sich zu akzeptieren und zu lieben. Und trust me, das kommt von jemandem, der sich da nicht dran hält. Ne? Also ich sag das immer so, aber mir fällt das selber unfassbar schwer. Ich krieg's nicht hin und ich habe immer wieder Phasen, in denen ich absolut abrutsche und das Gefühl habe, ich habe gar kein Selbstmitleid mit mir. Ich bin viel strenger mit mir selbst, als ich mit anderen wäre. Wenn eine Freundin zu mir kommt und mir sagt, ich fühle mich gerade so und so, wie ich mich zum Beispiel manchmal fühle, unsicher, die Zahlen sind schlecht, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich habe gerade keine guten Ideen, was auch immer, dann bin ich zu mir viel schlimmer, als ich zu ihr wäre, wenn sie mir das sagt. Wisst ihr, was ich meine? So, bin total abgedriftet. Für mich ist das eine richtig krasse Therapie hier. Also ich werde hier wirklich auch als anderer Mensch rausgehen. Das habe ich auch gerade heute und gestern ganz, ganz doll gemerkt. Und ja, ich bin da nach wie vor halt einfach super dankbar für. Temptation Island. Wofür braucht man Therapie, wenn man Temptation Island hat? Wie hat RTL oder die Produktionsfirma es geschafft, denen einzutrichtern, dass das therapeutisch ist, was sie da machen? Ganz, ganz wichtig, liebe Leute, die das gerade gucken, das ist keine und ersetzt in keiner Welt eine Therapie. Ich glaube, es ist normal, dass wenn man in andere Dunstkreise gerät und anderen Input bekommt und man auf einmal wieder Wertschätzung erfährt, wenn man lange in einer monogamen Beziehung war und man eine andere Perspektive auf Sachen bekommt, dass man anfängt, sich und die vielleicht auch die Beziehung, Dynamiken und so zu hinterfragen, weil man immer, glaube ich, irgendwann in so einen Trott reingerät. Aber das ist keine Therapie und das ersetzt auch keine Therapie. Normalize Therapie. Was mit eingegipsten Popos am Tag begonnen hat, endet in einer gepflegten Afterparty der Vernissage. Er hat After gesagt. Oh. Abstand, ne? Okay, aber Mindestabstand muss schon gegeben sein. Die Tänze sind intensiv, also die Gummihüften der Frauen, die shaken gut. Meine Stallhüfte bleibt stabil, so sage ich mal so. Das heißt der Temptation Island, also man muss sich der größtmöglichen Verführung einfach immer wieder stellen und schauen, kann ich treu bleiben. Mach mal Show jetzt, gib mal Gas. Mein Booty wird man sehen. Habe ich aus Versehen hochgezogen, oder wie? Ja. Das wäre jetzt dein Moment gewesen, so ein bisschen mir zu zeigen, so was du drauf hast. Nein, nein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt bei, mal gucken, 75%. Ich glaube, ich schaue noch diese 25%, dass ich da mal auf 100 gehen, auf Maximum. Ich frage mich, was er mit 75% meint. Meint er, mit 75% ist mein Gehirn ausgeschaltet und er will auf 100% ausschalten gehen? Weil das ist mein Eindruck gerade. Rot ist Wahrheit, schwarz ist Licht. Wahrheit für Josh. Okay, Lola. Jetzt kommt's. Welches Geheimnis bewahrst du vor deiner Partnerin? Also mal ganz ehrlich, ne? Klar, die Taktik ist wahrscheinlich, den so abzufüllen, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann die Hoffnung, dass er jetzt irgendwas raushaut. Der ist doch in der Sendung, überall sind Kameras. Also vergisst man das wirklich? Ich hab keins. Ich hab wirklich keins. Weiter. Okay, dann weiter. Fertig. Also ich hab keine Geheimnisse von Nasrin. Mir fällt wirklich nichts ein. Ich hab keine Geheimnisse. Wirklich. Ich hab keine Geheimnisse. Ist es so, dass bei Josh einfach der Körper ein bisschen in Ruhemodus geht, damit er noch genug Energie zum Reden hat? Weil es ist wirklich so, wenn er redet, müsst ihr mal darauf achten, auch in diesem Kamera ist er ja wirklich so, ich habe keine Geheimnisse. Da ist ja sonst nichts mehr, was da passiert. Mo ist dran. Ich bin okay. Hau raus. Lass dir deinen Po von einer Person des anderen Geschlechts eincremen. Ja, safe. Ja, siehst du. Ja. Okay. Wir haben es beide genossen. Leute, es geht ins Pool. Freunde, Party, Feierabend. Weiter Party. Auf geht's. Waren das jetzt zwei Sachen, die gemacht haben und alles an ihm rausgeschnitten, weil es zu boring war? Oder was ist ja jetzt los? Also, und dann auch wieder dieses, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Auf geht's. Jetzt weiter Musik. Party. Auf geht's. Auf geht's. Warum ist das so? Warum hat man in so einer Situation das Gefühl, dass man wie diese verstopften Trompeten, in denen man so, wo man so ganz viel Druck aus... Warum kann man nicht einfach sagen, lass uns an den Pool gehen? Oder, hey, lass mal an den Pool gehen. Lass uns an den Pool gehen. Warum muss man sagen, auf geht's. Ich fühle mich ganz gut abgelenkt, aber klar, wenn man dann so in einer ruhigen Minute sitzt, dann
Ja, es ist schon noch so, dass man auf jeden Fall viel darüber nachdenkt, was halt so beim Lagerfeuer auch passiert ist. Ich glaube, das, was sie gerade gesagt hat, ist sehr wichtig. Ich fühle mich ganz gut abgelenkt, weil die ist ja hart am Verdrängen. Wenn es halt wirklich nicht so wäre, also wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dann wäre es halt auch krass für ihn. Wenn ihn dann alle als Lügner darstellen oder als schlechten Menschen, so. Aber warum sollte sie das machen? Überleg doch mal. Ja, es gibt viele Gründe, warum sie das machen könnte. Ah, Delulu. Oh, okay, also, sie ist offensichtlich sehr hart am Verdrängen und nicht wahrhaben wollen. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, außer, dass mich das natürlich super traurig macht, weil ich mir wünsche, dass sie das hoffentlich alles nochmal mit anderen Augen irgendwann sieht und ihn nicht versucht zu schützen, sondern sich überlegt, was da passiert ist und dass er sich ziemlich scheiße verhalten hat. Was wäre eine Folge, ohne einmal darauf hinzuweisen, dass er natürlich eine Knie-OP hatte, ne? Wissen wir ja schon. Die Knie-OP ist schuld an allem. Ihr habt Hammer-Mädels hier reingeholt, sexy, intelligent. Ihr habt die ganze Mischung hier drinne. Wer hier nicht in Versuchung kommt, eine gute Auswahl getroffen. Das ist nicht menschlich. Das ist eine Ausnahmesituation. Wir sind zwei Wochen hier und wir müssen wirklich jede Sekunde genießen. Ich würde es so gut finden, wenn jetzt einfach die Frauen jetzt sagen, so und jetzt nochmal zwei Typen rumknutschen, wenn das mal normalisiert wird, ne? Weil bei Frauen wird es ja oft sexualisiert, Frauen, die rumknutschen, geil, Lesben werden sexualisiert, weiblich sozialisierte Menschen, die miteinander rumknutschen, sind ein Porno gefühlt. Ich erinnere gerne an den Moment früher mit Britney und Madonna, als sie rumgeknutscht haben, als sie sich ja geküsst haben, muss man ja eher sagen. Wenn das mit einem männlichen Künstler passiert, das ist damals tatsächlich auch mit Adam Lambert passiert, sind Leute auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, er muss aufhören damit, Sex auf die Bühne zu bringen. Kinder würden das auch sehen. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wie absurd es eigentlich ist, wenn Frauen das machen, feiert die ganze Nation, dass sie sich küssen, weil sie sexualisiert werden. Wenn Männer das machen, dann wird es sofort abgewertet als etwas Ekelhaftes, Schlimmes, Kinder schützen. Ja, absurd. Schlaf gut, ja? Ja, du auch. Ist ja ganz toll alle, ne? Ja, also meine Gedanken sind auch heute noch immer bei Mo. Ist euch mal aufgefallen, dass man nie sieht, wo die Typen schlafen? Also kein einziges Mal? Ich meine jetzt hier die Typen von, also die Männer in der Frauenvilla zum Beispiel. Wo schlafen die? Schlafen die alle da oder gehen die irgendwo anders hin? Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Dankeschön, du auch. Wir sehen uns morgen und machen weiter Party. Wie kann es sein, dass das das Einzige ist, was man im Kopf hat? Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich zugucke, ne? Kopfschmerzen, wenn ich mir denke, die haben gerade die gesamte Zeit gesoffen und gefeiert. Am Tag davor haben die dasselbe gemacht. Am Tag davor haben sie es gemacht, seit sie da drin sind. Und er verabschiedet sich abends mit: Morgen wird gefeiert. Ist das wirklich so erfüllend, nur benebelt zu sein die ganze Zeit und irgendwie zu tanzen und zu saufen und sich aus dem Leben zu schießen? Das ist wirklich krass. Ja, ich bin heute ein bisschen emotional und es ist einfach sehr viel Trauriges und alles ist einfach auf einem Haufen so. Ich habe auch Momente, in denen ich Mitleid habe, ne? Sage ich euch, wie es ist. Also das kommt jetzt vielleicht blöd rüber oder das wird jetzt vielleicht auch Leute überraschen, weil ich natürlich auch die erwachsenen Männer da verantwortlich für ihr Verhalten mache, besonders wenn sie sich scheiße verhalten, aber will das auch immer noch nicht schönreden. Trotzdem glaube ich manchmal, dass ein paar dieser Männer und viele generell auch in der Gesellschaft so ein bisschen gefangen sind in diesen Mustern, die sie erlernt haben, aber bei denen sie auch das Gefühl haben, sie müssen sie erfüllen und weil sie, glaube ich, auch einfach auch dadurch oft nicht die Fähigkeit erlernt haben, normal über Bedürfnisse zu sprechen und zu kommunizieren. That being said, ne, also auch wenn ich das jetzt gerade sage, möchte ich in keinster Weise hier irgendwas schönreden, weil Josh hat sich clearly die gesamte Zeit scheiße verhalten. Punkt. Wenn man mit seinen Gedanken alleine ist, so, bei mir ist es so, dass ich dann Nasrin halt unglaublich krass vermisse. Ich hätte sie unglaublich gern einfach bei mir. Ich würde sie gern kuscheln, an den Haaren riechen, bei ihr sein einfach. Und gleichzeitig war es halt so, okay, sie kommt aber nicht, so, sie ist hier nicht. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. So. So dieser Zustand, ich bin hier, ich kann sie nicht erreichen, ich kann nicht mit ihr reden. Ich hatte echt das Gefühl, so, ich kann nicht mehr, ich halte es ohne sie gerade nicht mehr aus. Ich bin gerade total irritiert, ehrlich gesagt, weil ich noch nicht so genau weiß, wie ich das einordnen soll. Aber vielleicht fange ich mal so an. Erstmal finde ich es voll schön, dass man so eine Seite an ihm sieht. Ich finde es schön, dass er sonst so tougher Typ auch mal so ein bisschen Verletzlichkeit zeigt. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Das Ganze, was hier passiert, auch emotional eine unfassbare Belastung ist unter Daueralkoholkonsum und Einfluss von Kameras und Menschen und Rauschzuständen, das absolut, absolut aufs Gemüt schlägt und einen wirklich in ein Loch werfen kann, sollte vielleicht auch nochmal erwähnt werden. Und ich weiß nicht,
an alle Menschen da draußen, die schon mal viel getrunken haben, wisst ihr vielleicht, dass man am nächsten Tag oft so ein Tief hat, weil man aus so einem Rauschzustand kommt, so ein Dopamin hoch. Und das führt oft zu einem Tief am nächsten Tag. Nicht immer, aber oft. Weil, surprise, surprise, Alkohol löst nie Probleme. Kein einziges Mal. Nie. Wenn überhaupt, dann betäubt es für kurze Zeit. Aber that's it. Die Realität bleibt die gleiche. Und ich glaube halt einfach, er hat jetzt Momente, in denen er vielleicht auch schlechtes Gewissen hat, in denen er sich schämt für das, was er gemacht hat. Vielleicht ist er auch einfach überfordert. Vielleicht kommt alles zusammen. Wir wissen es nicht, ne? Aber die Frage ist ja, es bringt halt nichts, wenn er jetzt anfängt zu heulen und heute Abend wieder genau dasselbe macht wie vorher. Er müsste halt mal was an seinem Verhalten ändern. Denn zwischendurch mal zu heulen und irgendwie zu sagen, es ist alles doof und es tut mir leid und ich vermisse sie, ändert halt nichts daran, wie du dich verhältst, du Birne. Wie geht's? Ganz okay. Ja. Wisst ihr, was ich euch auch noch erzählen wollte? Ich habe nämlich Insider-Informationen erhalten, die juicy sind. Ich weiß gar nicht, ob ich die sagen darf, aber ich mach's jetzt einfach. Ich kenne eine Person, die mit einem der Verführer befreundet ist. Und ich habe sie natürlich direkt gefragt, und? Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass ich heute, also in der Folge ja schon gesagt habe, dass ich es interessant finde, dass man nie sieht, wo die schlafen. Und er hat erzählt, dass die in so einer absoluten Kaschemme unterkommen. Und das wiederum ist etwas, was mich stört. Weil die Produktionsfirma und RTL sind Konzerne, die so viel Geld haben und die hier diesen Schein machen, dass die so eine Luxusvilla bekommen mit besten Absichten und das Problem liegt ja nur bei denen. Und dann erfährt man, dass im Hintergrund die in so absoluten Kaschemmen unterkommen, unter, keine Ahnung, beschissenen Bedingungen da schlafen. Und irgendwie hat das wieder so ein Geschmäckle. Sag ich euch, wie es ist. Aber mehr Infos folgen. Bist du immer so horny? Ich bin immer horny. Wer am meisten horny ist? Ich. Ich könnte auch 24-7 binden. Ich bin immer bereit. Seine Frau will man noch haben. Habe ich auch. Habe ich wirklich. Das ist geil, oder? Wirklich. Ich kann sie immer packen und dann geht's ab. Das ist so nice. Ja. Richtig nice. Was ein Typ. Einfach. Wie Instant Coffee ist einfach sofort da. Krass. Krasser Typ. Phil, willst du mitmachen? Nee, sieht aber sehr gut aus. Komm mit, hier muss ich sagen. Lisa braucht hier noch. Ja, ich brauche von hinten noch ein bisschen Wärme. Ja, weißt du? Brauchst du wirklich, komm. Die Mädels sind horny drauf, die sagen das hier die ganze Zeit so. Ne? Diese Themen, die sie manchmal auch ansprechen, die sind schon sehr so anzüglicher. So, ne? Das wird ja denen auch vorher gesagt. Die sollen ja genau diese Rolle einnehmen. Das muss uns ja auch klar sein, ne? Beide Seiten. Also die Männer sind die Verständnisvollen, die sich um die Frauen kümmern und auf Player machen. Und die Frauen sind die dauerhorny, aufreißenden Frauen. Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Ich glaube schon, dass die Jungs ein bisschen horny werden. Ich meine, hier sind 10 wunderschöne, sexy Frauen drin. Welcher Mann wird da nicht horny? Shoutout übrigens an die existierende Ace-Community. Auf dem asexuellen Spektrum sich befindende Menschen. Shoutout an euch an dieser Stelle, wenn so Kommentare kommen wie, welcher Mann wird da nicht horny? Ja, es gibt Leute, die sind einfach, die werden nicht horny. Und das ist völlig okay. Zack, bums, fertig. Er hat sein Parfum auf meinem Kissen, ich habe mein Parfum auf seinem Kissen. Und ja, fühlt sich dann kurz an wie zu Hause. Er hat nicht nur dein Parfum auf seinem Kissen, er hat auch viele Frauen auf seinem Schoß sitzen. Und reibt sich regelmäßig an ihnen, also, ja. Mit welchem Mann hättet ihr den besten Sex? Oh. Ich glaube, vielleicht Emu? Ich glaube, dass er einfach, wenn er mit einer Frau schläft, intensiven Sex hat. Trinkt einen Sekt aus dem Bauchnabel. Ich habe das natürlich dann auch sehr zärtlich und intensiv getrunken. Es gibt diese Folgen, also es ist das erste Mal, dass ich mir eine Staffel davon angucke und ich muss sagen, ich hatte bis zu der letzten Folge, es ist immer super sexualisiert und übertrieben und keine Ahnung was, ne? Aber ich muss sagen, das ist die erste Folge, bei der mir das keinen Spaß mehr macht, weil ich es einfach nervig finde. Weil ich finde, dass es so übertrieben sexualisiert wird alles gerade, dass es einfach, I don't know, gibt's noch ein anderes Thema? Gibt's noch irgendein anderes Thema außer Alkohol und Sexualisieren? Kannst du mich auch auf deinen Hintern setzen, gell? Ja. Ich glaube nicht, dass sie Vivi das stören wird, weil im Endeffekt sie wird bestimmt sagen, boah, er gönnt sich. Ne? Er hat bestimmt Spaß, weil sie weiß, ich liebe Massage. Habt ihr das Wort Delulu schon mal gehört? Delulu. Du me dejes. Girls sind gut rangegangen und war sehr, sehr angenehm. Habt ihr auch das Gefühl, dass Josh konstant auf einem anderen Planeten unterwegs ist? Der Blick ist es für mich. Der Blick und die Tatsache, dass der Rest seines Körpers, wenn er redet, sich eigentlich nicht bewegt. Es ist wirklich jedes Mal...
Ich glaube, ich habe schon mal angesprochen, aber manchmal laufe ich an diesen Eikos-Läden vorbei und denke mir, das könnte ein Apple Store sein, nur geht es um Rauchen. Und es ist so krass normalisiert worden. Und ich meine, ich muss sagen, ich als Passivraucher finde beides nervig. Ich finde sowohl Zigarettenrauch als auch Eikos-Rauch nervig. Aber Eikos-Rauch deutlich weniger nervig, weil er halt nur einmal kurz nach Furz stinkt und danach hört es auf. Aber ich finde es trotzdem krass, wie normalisiert das inzwischen auch geworden ist und wie sich das übertrieben verbreitet hat. Und es ist ja trotzdem was, was gesundheitsschädlich ist. Party-Pooper-Alarm, sorry. Dieser Partymodus gefällt mir. Der ist nein. Ja, also was soll ich sonst hier machen? So, seit die ganze Zeit hier in der Ecke sitzen wir heute so. Du hast kapiert, ja, endlich. Ja, Mann, yo, Vivi, hast kapiert, yo. Was ist das für ein Film? Kaum zu glauben, aber bei den vergebenen Männern und ihren Single-Ladies gibt's kurz eine Rast für ein nahezu tiefgründiges Spiel. In welchen Situationen fühlst du dich von deinem Partner nicht verstanden? Ganz weird finde ich tatsächlich, dass an der Stelle nicht Partnerin geschrieben wurde, weil sich das für mich so anhört wie homosexuelles Paar jetzt. Dein Partner, oder? Partnerin. Ich hätte, aber gut, das entsteht halt in meinem Kopf. Ich bin so ein Typ, der beurteilt Situationen einfach mehr so, wie sie halt sind. Laura ist mehr so, die sieht dann gleich was darin, wo sie dann so sagt, oh krass und dies und das und das geht gar nicht. Die Situation ist, wie sie ist so, wir müssen jetzt damit arbeiten und lass uns da einfach eine Lösung finden und da versteht sie mich halt einfach überhaupt nicht. Er will auch immer Recht haben. Er weiß nicht, wie man mit einer Frau umgeht. Das war ja mal eine Ansage jetzt, ne? Schockiert mich, nachdem seine Freundin ja sogar selber gesagt hat, dass er manchmal ein emotionaler Klotz ist und irgendwie unempathisch, aber ist wie es ist. Boah, was brauche ich am meisten? Das hätte ich tatsächlich jetzt gerne Mo beantworten lassen. Und zwar, dass ich zugelassen habe, dass sie zu mir hochzieht und ich nicht direkt zu ihr runter. Sie hat einfach wegen mir ihren Job gekündigt, ist von ihren Freundinnen weg, ist von ihren Eltern weg und ist einfach nur für mich hochgekommen. Und das als junge Frau, die noch nie alleine gewohnt hat. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, das muss man ihr erstmal nachmachen halt. Weil ich glaube nicht, dass es so viele Frauen gibt, die das machen für einen Typen. Dafür hat sie auf jeden Fall endlos viel Respekt verdient und das hätte ich dann doch anders gemacht. Das ist meine Traumfrau, ne? Kann man sagen, was man will. Ich habe das Gefühl, das sind so kleine Snacks, die man bekommt, über die man sich dann überproportional viel freut. Eigentlich muss man ja ehrlich sagen, ist das, was er jetzt gesagt hat, ein völlig normales Statement und eine ganz normale Form der Wertschätzung. Aber weil wir dieses Bild haben von den Männern, wie sie sich die ganze Zeit benehmen. Und das ist eine interessante Sache, weil da habe ich heute auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Wenn ihr zum Beispiel in einer toxischen Beziehungsdynamik seid, mit einer Person, die sehr extrem anspruchsvoll und vielleicht auch manipulativ oder keine Ahnung was ist, dann führt diese Manipulation dazu und auch das mit dieser Person leben, und ich beziehe es jetzt wirklich nicht auf ihn, sondern ich versuche gleich eine Brücke zu schlagen, dann führt das natürlich dazu, dass man sich über viel weniger freut als bei anderen Menschen. Bedeutet, ich habe eine Freundschaft mit einer Person, mit der alles immer total easy ist. Da freue ich mich vielleicht nicht, wenn die Person an dem Tag nett zu mir ist, weil sie immer nett zu mir ist. Eine Person, die aber regelmäßig nicht nett zu mir ist und mit der ich regelmäßig Stress habe, die regelmäßig, keine Ahnung, mir Vorwürfe oder was weiß ich was macht, wo halt, ne, Stress. Da freue ich mich dann, wenn diese Person nett ist. Also freut man sich viel früher. Und hier ist es ja auch so, dadurch, dass man von Männern generell würde ich fast sagen, weniger gewohnt ist, freut man sich viel schneller über Kleinigkeiten, die eigentlich normal sein sollten. Wisst ihr, was ich meine? That being said, finde ich es trotzdem schön. Weil, ne, also hat ja auch einen Grund. Männer werden auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert. Dazu gehöre ich ja auch. Und ich freue mich trotzdem und möchte das trotzdem unterstützen und finde es gut, wenn man dann doch mal irgendwie kommuniziert und Dankbarkeit zeigt und Wertschätzung und so. Wer tut mehr für eure Beziehung? Definitiv Vivian. Ja, weil ich einfach ein Arschloch war. War. Ich war über 4-5 Monate jedes Wochenende weg, andere Stadt. Sie hat auch zu mir gesagt, so, irgendwann ist auch gut. Aber ich habe gesagt, so, hier, Knie-OP. Gönnt's mir gar nicht. Ich habe gerade Spaß. Eigentlich hätte ich einfach nur auf sie hören müssen. Weil ich weiß 100%, dass ich halt derjenige, der immer, ja, auf alles, ja, geschissen hat, sage ich mal. Sie hat mich auch, um ehrlich zu sagen, auch mal ein paar Mal gefragt, so, ey, liebst du mich überhaupt? Ich sag so, ganz ehrlich, das ist so eine Gewohnheit oder was weiß ich was. Und das tut mir halt auch im Herzen leid. Ich glaube, nie im Leben würde das eine Frau, also eine andere Frau, das Ganze mitmachen. Von daher.
Ich glaube, er realisiert gerade so ein bisschen was, ne? Tja. Sie hat es einfach verdient. Ich glaube, das darf man auch keine Frau der Welt das antun, was ihr angetan habe. Alles gut. Ihn hat's gekickt, ja. Das sind Sachen, die können passieren, ja. Die kommen vor. Darf ich mal kurz sagen, dass ich sowas zum Beispiel total, also mag. Natürlich auch, dass er weint und Verletzlichkeit zeigt, aber auch Vorsicht zu genießen, weil er hat das ja nicht über 2 Tage gemacht und er hat das ja, ne, also Fehler eingestehen, sehr wichtig. Aber am Ende des Tages sprechen Tate mehr als Worte und er kann halt sagen, was er will und ne. Was ich aber mag, ist, dass Tamu, sage ich jetzt mal, er hier, gerade Namen wieder schlecht, egal, dass er wirklich gerade für ihn da ist und ihn in den Arm nimmt. Ich finde es schön, wenn 2 Männer sowas im Fernsehen machen. Finde ich schön. Das, was du jetzt gerade merkst hier, ne, das ist einfach nur Liebe. Und dass du vielleicht Fehler gemacht hast. Ich hätte jetzt gesagt, das, was du gerade realisierst, sind vor allem Verlustängste und die Tatsache, dass du Scheiße gebaut hast. Du fühlst dich scheiße, weil du dich scheiße benommen hast, weil dir gerade bewusst wird, dass du potenziell eine Person verlierst, die dir vielleicht doch was bedeutet. So, und die Frage ist aber, die ich mir dann immer stelle, ist, wie viel bedeutet einem eine Person, wenn man lange Zeit sich so verhält und die eigenen Bedürfnisse so doll über die der anderen Person stellt? Und wird einem in dem Moment vielleicht einfach nur bewusst, dass man potenziell bald in Anführungszeichen alleine sein könnte und man aus diesem Gefühl heraus dann auf einmal denkt, oh, mir geht's jetzt so schlecht, ich weiß es nicht, ne? Aber ich hoffe sehr, dass er da Konsequenzen draus zieht. Aber irgendwie fällt es mir noch, nach dem, was ich gesehen habe, schwer, das so 100% zu fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Alles gut, alles gut. Fehler gehören in einer Beziehung dazu. Mo ist jung, Mo ist 24 und vielleicht reflektiert er gerade ein bisschen und sieht vielleicht den einen oder anderen Fehler aus der Vergangenheit und es tut ihm halt leid natürlich, ne? Ich hoffe halt einfach, dass er das macht, weil er denkt, es ist alles okay. Und ja, natürlich. Und denkst du, der würde irgendwas machen, dass der, womit er weiß, dass du... Ich glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, dass wir stabile Beziehungen haben. Bitte? Kannst du das nochmal sagen? Ich glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, dass wir stabile Beziehungen haben. Habe ich einen anderen Film geguckt als ihr? I don't know. Meiner Meinung nach leben ein paar von den Frauen in einer Verdrängungs-Delulu-Welt, in der sie vielleicht, ich weiß es nicht, aber ihren eigenen Wert noch nicht so ganz sehen, weil ich von dem, was ich sehe, das Gefühl habe, dass sie das nicht verdient haben, so behandelt zu werden. Und diejenigen, die sich scheiße verhalten, sind ja eindeutig die Männer. I'm very confused. Egal, wie viele Menschen sagen, hey, mach doch mal die Augen auf. Also man muss, egal was man sieht, einmal immer versuchen, hinter seinem Partner zu stehen. Mir fehlt die Erklärung. Warum? Weil er den Titel Partner hat? Eine Partnerschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Und das bedeutet nicht, dass alle Personen immer gleich viel reinstecken und gleich viel da sein können und alles immer 50-50 ist. Das ist utopisch. Aber es muss doch eine Basis geben. Und wenn diese Basis nicht da ist, verstehe ich nicht, warum man diesem Partner blind vertrauen soll oder blind sagen muss, man muss hinter dem stehen. Man sollte natürlich ein Vertrauen haben, aber wenn dieses Vertrauen gebrochen wird und es eindeutig Anzeichen dafür gibt, dass das Vertrauen nicht da ist, dann versteht... Nee. Sag, was soll ich anziehen? Orange. Oh, wisst ihr, was ich jetzt an der Stelle gerne wissen müsste? Weil das ist tatsächlich eine tricky Situation. Wir wissen aus zum Beispiel auch Jeremy's Next Topmodel, aus Prince und Princess Charming, dass je nachdem, wie man Dinge schneidet, man Situationen ganz anders darstellen kann. Ein Beispiel, was mir einfällt, es gab eine, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe ja auf damals Princess Charming reagiert und es gab bei der Staffel mit Hannah eine übergriffige Situation von Hannah ausgehend. Bei einer Person, die einfach geküsst wurde, die aber irgendwie explizit Angst davor hatte, geküsst zu werden und hinter den Kulissen weiß ich, dass diese Person danach zusammengebrochen ist, geweint hat und dann haben sich alle an den Tisch gesetzt und alle, bis auf eine Person, alle haben gesagt, dass das gar nicht geht, dass es übergriffig ist, dass es super problematisch ist, was Hannah da gemacht hat. Weil es aber um die Princess geht, hat die Produktionsfirma sich damals entschieden, eine einzige Person zu zeigen, die etwas in die Richtung gesagt hat wie, ja, ist halt auch eine Frage, was man daraus macht, dann sollte sich halt auch nicht so anstellen. Dadurch, dass man nur diese Szene gezeigt hat und alles, was davor passiert ist, nicht, hat das so gewirkt, als hätte der Tisch einfach diese Meinung. Alle würden so sagen, na gut, ist halt auch eine Frage, wie man das jetzt, also man kann halt auch übertreiben. Und das heißt, ich sag das nur, weil an der Stelle, an der wir gerade sind, wir wissen nicht, wie die Timeline ist. Es kann also sein, dass das Heulen danach passiert ist. Wissen wir nicht. Ich will es nur in den Raum werfen. Ich traue Mo aber absolut zu, dass er schon wieder alles vergessen hat und einfach da weitermacht, wo er vorher aufgehört hat. Ich liebe Temptation Island, das ist alles, ne, alles, das Ganze hier ermöglicht hat. So eine Erfahrung mitzumachen ist
ist nicht ohne. Man denkt so, okay, das ist ein Larifari, geht man hier rein, zwei Wochen, trinkt ein bisschen, feiert ein bisschen, easy. Ist aber nicht so. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass er es gerade gesagt hat, weil ich glaube, das ist genau das Ding, was viele denken und warum ich immer wieder sage, dass man das unterschätzt und dass man Menschen nicht unterstellen kann oder sagen kann, ihr wisst doch, worauf ihr euch einlasst, weil ich glaube, das kann niemand wirklich richtig einschätzen, was das bedeutet. Mit den Kameras, dem Stress, vielleicht auch dem Schlafmangel, dem Alkoholkonsum, den Reizen, den neuen Menschen, den Situationen, denen man da bewusst ausgesetzt wird, dem Stress, dem man bewusst ausgesetzt wird. Also ich glaube, es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Josh verführt uns eher. Also wir müssen gar nicht viel machen. Er kommt immer und sucht bei uns die Nähe. Habt ihr den Film Alien gesehen? Ist ein alter Film, gibt auch neuere davon. Aber also diese Alien-Dinger sind ja, die kommen ja aus so einem komischen Ding raus, ne? Und dann springen die ins Gesicht und machen so ums Gesicht. Facehugger, I don't know. Umarmen so das Gesicht und dann wird er ein Ei in die Menschen reingelegt. Gut, das ist unwichtig jetzt für das, was ich sagen möchte, aber wenn Josh mit den Frauen tanzt, sieht er aus wie diese Alien-Viecher, die den Leuten ans Gesicht springen, nur dass er nicht das Gesicht, sondern den ganzen Körper. Der macht ja immer so. Was ist denn das? Ich versuche einfach nur, die Grenzen von Josh herauszufinden, um zu sehen, ob er ein Arschloch ist und ob er treu bleibt oder nicht. Ja. Wir geben Gas. So muss das bleiben. Aber ja, ich mache mir natürlich da schon meinen Kopf irgendwie, dass ich zu weit gehe, dass ich übertreibe. Wir gehen weit, wir haben Party. Aber ich mache mir schon Gedanken, ob ich zu weit gehe. Schön. Nächstes Mal bei Temptation Island. Oh Leute, ich bin fertig mit der Welt. Ich bin fertig mit der Welt nach dieser Folge. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie war das eine belastende Folge, oder? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, dass jetzt ja bald wieder Lagerfeuersituationen oder so entstehen werden, weil es muss ja wieder irgendwas passieren. Und es gibt ja jetzt ja wieder genug Material, haben wir ja jetzt gesehen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ihr seht jetzt gleich, wie es weitergeht. Und danke für eure Existenz. Vergesst nicht, den Algorithmus zu grüßen. In den Kommentaren überall Henry, Johannes. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Tobt euch aus. Und Konsensumarmungen gehen raus an alle, die wollen. Und danke für eure Existenz. Josh geht auf jeden Fall ziemlich ran. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um Josh zu prüfen, um zu sehen, was er macht.